Es gibt einen Durchbruch bei der Verfolgung der illegalen Schlepperboote im Mittelmeer. Einem italienischen Fernsehsender ist es jetzt gelungen, den Beweis zu erbringen. Die Schlepperorganisationen, die Boote wie Sea-Watch, stehen im direkten Kontakt zu Schleppern in Afrika. Sie kommunizieren miteinander, sie sprechen das Schleppen der Migranten übers Mittelmeer ab. Es kommt nicht von ungefähr. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat das schon vor einer Woche angekündigt, dass es diese Beweise geben wird. Ah, in mano alcuni elementi precisi, alcuni riscontri precisi, in cui qualcuno dalla Libia, diciamo che la magistratura ha in mano elementi concreti, non mi permette di dare dei giudizi, in base alle quali delle telefonate. Ragazzi, siamo in Libia, stiamo per partire. Dove ci vediamo? No, ma Ministro, una cosa gravissima. Sie haben gerade die Originalaufnahmen gesehen, die ein Migrant gedreht hat, auf einem Schlauchboot auf dem Weg von Afrika angeblich nach Italien. Sehen so arme Flüchtlinge aus, die aus Angst vor Verfolgung und Folter in Libyen flüchten? Nein, wir sehen fröhliche junge Männer, die singend einen Ausflug auf dem Mittelmeer machen, weil sie wissen, dass sie bald von den deutschen NGOs wie Sea-Watch aus dem Meer rausgefischt werden und dann ganz sicher nach Europa gebracht werden. Dem Fernsehsender ist es gelungen, einen Migranten aus Libyen zu finden, der bereit war, auszupacken. Die Reporterin Ludovica Bulian führte ein Interview mit diesem Mann, in dem er bestätigt, dass seine Überfahrt von Schleppern organisiert war, die mit den NGOs direkt zusammenarbeiten. Se vuoi andare in Italia, devi fare un video quando parti da Zuare e uno quando arrivi. Devi dire che va tutto bene, che il viaggio è andato bene, così invogliano le persone a partire. Anche io ho fatto il viaggio con questa mafia libica. Ho pagato più di 2000 euro. Lampedusa, no, just I come here. How? This work with La mafia lavora con la polizia libica, danno alla polizia soldi perché non fermino le barche dei migranti in mare. Quando siamo arrivati sulla spiaggia per salire sulla nostra barca, le autorità libiche ci hanno visto, ma i trafficanti ci hanno detto non c'è problema. Abbiamo Sì, il trafficante mi ha detto che era sicuro, che lavora con le navi che salvano i migranti del mare e ce ne sono tante. Sea-Watch, molte altre di cui non ricordo il nome. Poi ha il GPS, ci ha fatto vedere dove si trovano le navi, come la Sea-Watch. Sì, lavora con la Sea-Watch. Sul suo telefono ci ha fatto vedere molti altri numeri di navi di salvataggio, tra cui quello della Sea-Watch, almeno 4 o 5 numeri. Um die Aussagen dieses libyschen Migranten zu überprüfen, hat der Fernsehsender einen Lockvogel eingesetzt, der diesen Schlepper kontaktiert hat per Telefon. Der Schlepper hat ihn in einen geheimen Chat auf Viber weitergeleitet und dort haben sie weitere Absprachen getroffen. Man hört, wie der Schlepper diesen Migranten zusichert, dass die Überfahrt ganz, ganz sicher ist, dass er im direkten Kontakt mit Sea-Watch und mit anderen Booten ist. Und er bestätigt das explizit. Und so eine Überfahrt, dieser ganze Service, kostet die Migranten 1600 Euro. Ich habe vor einem Jahr 3 Strafanzeigen in Deutschland gestellt gegen alle 7 deutsche NGOs, die sich im Mittelmeer als Schlepper betätigen. Alle 3 dieser Strafanzeigen wurden von den Staatsanwaltschaften abgelehnt, mit hanebüchenen Ausreden, man habe nicht genügend Beweise für diese Schleppertätigkeit. Nun sind die Beweise erbracht. Die italienischen Kollegen haben jetzt die Beweise geliefert, wir zeigen sie jetzt in Deutschland und jetzt sind die Staatsanwaltschaften gefordert, endlich ihre Arbeit aufzunehmen und die illegalen Schlepper dahin zu bringen, wo sie hingehören, nämlich ins Gefängnis.